Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spider-Man Miles Morales. Wir haben ein Verbrechen zu lösen, bevor wir mit unserer Abenteuer weitermachen können. Unschuldige zu verprügeln ist nicht cool! Mann! Was muss ich denn machen? Oh Mist, es ist die Spinne! Ah, falsche Taste gedrückt. Kann die Großen noch nicht Takedown. Du bist tot! Nein. Du. Mann, natürlich fallen mir jetzt erst die guten Sprüche ein. Aus Versehen. Gut. Aus Versehen die Aufgaben erfüllt. So, hier gibt's noch eine Underground-Kiste, die ich noch nicht finden kann. In der Upper West Side. Interessant. Die wird mir nicht angezeigt. Ja. Ey, wir können mal gucken hier, ne? Wir haben. Was haben wir hier? Erschwinglich. Schaltet Anzug, Modifikation frei, stärkere Netze eingeschwommen. Gegner brauchen länger, um sich zu befreien. Der ist ganz cool, der animierte Anzug. Aber immer noch nicht der, den ich haben möchte. Nee, wir warten noch. Geräte können wir aber gucken. Wir können die Holodrohne upgraden. Wir können das sonst noch nicht gespielt. Was ist das hier? Schwerkraftquelle. Die Gegner aufeinanderprallen lässt, was sie anfällig für Venom-Angriffe macht. Könnten wir mal herstellen. Könnten wir mal was. Was sagt der dir hier im Besitz? Auswählen? Er wird den Schaden. Naja, nö. Aber hier, die machen wir uns mal. Und das kriegen wir dann später. Und die könnte ich natürlich auch machen, aber ich soll mir erstmal noch weiter marken. Wir haben aber noch ein Level-Up gehabt. Jetzt kann ich natürlich gucken. Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Verdoppelt die Zeit, in der sie geschockt sind. Ich glaube, das nehmen wir erstmal. Der Schock, der ist gar nicht verkehrt. Gut, jetzt geht's weiter zur Hauptquest. Ich habe momentan halt noch einen Anzug ohne Modifikation an, dann ist das so. Zack. Ah, Kollege. Oh. Hey, lahme Ente, hier oben. Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Sah nicht sehr wackelig aus. Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Oh oh. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist, okay, die ist, Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey Rick, machst du jetzt diesen Job bei Rockstar oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energie-Team leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Rockstar, bin gleich zurück. Vermutlich im wahrsten Sinne. Du weißt doch den Code noch, oder? Die
die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Nee, ist klar. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Fast. Vielleicht. Fast. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Zeitkapsel ansehen. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber die Highschool ist eine ganz andere Welt. Das ist ein cooler Preis. Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen. Aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Schnellreiseorte sind jetzt auf der Karte markiert. Halte X über Miles Wohnung oder einem U-Bahn-Eingang für die Schnellreise gedrückt. Ich will das nicht. Ich muss das jetzt echt machen. Ich will die Schnellreise gar nicht machen, aber er fährt mit der U-Bahn und hört auch schon die Musik dabei. Handy, ja. U-Bahn-Ticket, ja. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Na los, wir kommen zu spät. Hey, oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Immer runter. Siehst du, das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Was hältst du eigentlich von Rio Morales? Es ist schon komisch, meine Mom als Politiker. Ich kenne sie ja nur als Lehrer. Ist ziemlich ähnlich, oder? Leute zusammentreiben, ihnen was beibringen, dafür sorgen, dass sie sich benehmen. Weihnachtsbazar. Sieht echt cool aus. Gern geschehen. Oh. Sorry. Ich mach nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sí. Desde cuando. Haha. Zwei Pastelillos und einen Kaffee. Du machst dir zu vieles. Gloria, hallo. Hi Miles, das ist meine Freundin Steph. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Hm. Netter Junge. Läuft schon wieder nicht so gut, hä? Ah, Roxanne ist auch hier. Der Daily Bugle. Danke, Tim. Ah, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hä? Huh?
Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxxon hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sage es euch. Es ist nur, was so an der Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Juniperos Kita. Das ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Teresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen Tag. Du bist jetzt Spider. Und selbst jetzt, Roxxon transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Selbstverständlich. Wir haben hier ein Problem. Herr Hörn, bleibt ruhig! Kein Entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Es ist eine Veranstaltung gegen Roxxon. Und die sprengen die Veranstaltung, obwohl sie auch gegen Roxxon sind. Och Jungs, ey. Handschuhen sind die schlimmsten, weil die blocken können. Der Rest ist... Klar, die mit den Pistolen sind auch nervig. Aber grundlegend ist nicht das große Problem. So, unten haben wir noch welche. Was war das? So. Explosion nicht gut. Miles! Oh Gott sei Dank, wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Mijo, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Ja, Anzug oder der Sätze-Demanzug muss extrem gut isoliert sein. Die Kundgebung war in den Nachrichten. Seid ihr okay? Wo seid ihr? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Wir werden einen Sündenbock für das alles suchen. Tinkerer wird ihnen nicht reichen. Okay, ich pass schon auf. Der Prowler ist auch da. Wetten? Die Explosion sah übel aus. Ich muss mich beeilen. Ihm
oder zur Ablenkung. Los, los, los! Oh, oh. Erschießen wir uns nicht, okay? Ist ein Mädchen? Also, eine Frau. Ein Mädchen. Wir wollen das Nu-Form. Ignoriert alles andere. Jetzt hört man's auch. So viel ihr tragen könnt. Oh oh. Was zur Hölle war das? War so klar. Nein. Kaboom. Er destabilisiert es. Runter! Das war irgendwie zu erwarten. Oh, was? Okay, jetzt helfen wir hier, so gut es geht. Da kann auch Spider-Man nicht mehr viel tun.
Das kennen wir schon. Ja! Zusammen, 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 zusammen. Das nenne ich episch. Spider-Man, danke. Das war zum Teil seine Schuld. Das war ich. Meine Kräfte. Ich habe das gesprengt. In Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sehe den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Verstanden. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Wir sind weg mit dem Handy, sofort! Ich sagte Handy weg! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Ich hab geholfen! Unsichtbarkeit! Was zum Teufel? Wo ist der hin? Hab ich ihn gefallen? Haben die ihn geschubst? Ja, Miles Morales kann sich unsichtbar machen. Der Mann hat quasi Spider-Man 2.0 Fähigkeiten. Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Die hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Bist du okay? Ich weiß nicht. Boah, ich freue mich, dass so, wenn Teil 2 rauskommt. Das ist ja hier nur so ein DLC im Prinzip. Simon Krieger, wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon-Eigentum zerstört und darüber hinaus unsere Brücke. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht, wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dolce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. So wie er auch. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Neuer Anzug? Here we go.
Kardinale Morales Anzug, ja? Klassische Moralesanzug. Hey Mann, die Lage verschärft sich zunehmend, was? Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Wir brauchen kürzeren. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Miles, endlich erreiche ich dich. Oh, hey Pete, wie läuft's? Ich habe Nachrichten geguckt. Auf Symkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert. Was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Aber wenn du mich brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. Danke. Wenn die Stadt dann noch steht. Ich muss Karianisch lernen. Warum gibt es 7 verschiedene Wörter für Klo? Sehr gut. Wir sind die Straße nur so runtergeflogen, nachdem wir die Skates mit Druckluft aufgemotzt hatten. Danach waren wir bei den Nachbarn, die kleinen Genies. Velozi-Skates. Irgendwie komisch, so viel Aufmerksamkeit. Aber auch cool. Aha. Was haben wir jetzt hier noch? Just Effects Archive. Ach, guck mal, das können wir uns auch in die Podcast-Geschichten. Aber das ist relativ uninteressant. Tatsächlich. So, was haben wir hier? Möglich das Ansparen eines zweiten Finishers verringert die Combo-Anforderung für einen zweiten Finisher auf 10. Besondere Gegner können mit 2 besiegt werden. Das sind dann die Dicken. Das nehmen wir. In den Geräten können wir jetzt hier die Schwerkraftgeschichte auch noch weiter aufmotzen. Maximale Kapazität finde ich jetzt nicht so spannend. Ich nutze meistens tatsächlich die Netzschießer. Und die würde ich tatsächlich gerne ein wenig aufmotzen. Ach, die haben wir schon, oder was? Ne, da muss ich drücken. So, Netzschießermunition wird schneller wieder aufgefüllt. Die nehmen wir auch. Und das Einspinnen eines random geschockten Gegners am Boden oder an einer Wand verwandelt ihn in eine Netzbombe, die beim Explodieren nahe Gegner einspinnt. Oh ja, nehmen wir auch. Das Finale können wir noch nicht. Erst im Plus 2. Und in den Anzügen. Wir haben einen zweiten Modifikationsplatz. Ja, ja. Da setzen wir jetzt auch noch was mit rein. Und zwar beim Waffenzertrümmern machen wir mal, der Rest ist das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dann verbrauche ich oft weniger selten mein Schocki. Aber okay. Gegner hinter Mauern, ohne größer als Feindverwünster für perfektes Ausweichen, finde ich gar nicht verkehrt. Droprate für Munition, wir nehmen das Ausweichen. So, und in den Anzügen haben wir jetzt hier den Klassiker mit freigeschaltet. Strike-Anzug, die können wir jetzt alle freischalten, so wie wir das denn wollen. Den verbesserten Tech-Anzug hatten wir ja schon. Das hier ist Standard. Die Problematik, die ich nur sehe, ist, dass wir ihn hier nicht sehen. Ich kann hier von welche freischalten. Spider-Versum, Miles Morales 2099 finde ich noch nicht so knallig. Das Ende sieht interessant aus. Der Strike-Anzug, den will ich nicht. Purpurne Kapuze. Brooklyn Visions Academy. Nein. Den animierten ja jetzt auch nicht. Ich überlege tatsächlich den Spider-Versum-Anzug. Ich glaube, wir nehmen den Spider-Versum-Anzug. Ist gesperrt. Warum ist er gesperrt? Taucht mit dieser Modifikation jetzt bei der Versum ein. Der zugehörige Anzug imitiert die Ästhetik einer anderen Erde. Warum? Achso, ich habe nicht genug Teile.
Okay, müssen wir uns Teile besorgen. Wo sind wir hier und wo wollen wir hin? Das ist die ganz andere Frage. Wir sind im Midtown. Okay, wir wollen Teile haben. Wenn wir Teile haben wollen, müssen wir Kisten öffnen. Wenn wir Kisten öffnen wollen, müssen wir uns einmal durch die Stadt bewegen. Und dann nehmen wir jetzt natürlich die beste Route zum Ziel, um die meisten Teile mitzunehmen, aber auch erst nächste Folge wieder. Oh, und die ganzen Zeitkapseln. Ach, die ganzen Zeitkapseln. Okay, wir sind hier im Stadtteil. Dann würde ich sagen, wir gehen dahin, hier rüber, holen dann die und den. Dann haben wir hier den Bereich auch geklärt. Ich zähle 5 und es sollen sein 5. Wir haben eine, aber 5 Stück noch auf der Karte. Dann sind es dann 6. Nun gut, die Kiste soll es sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin. Euer Stöffel.